Der Startschuss für die Medieneinblicke ist gefallen. Im Voraus mussten sich die Teilnehmer aus einer großen Auswahl entscheiden, hinter die Kulissen welches Medium sie schauen sollen. Eine Gruppe hat die Organisation Reporter ohne Grenzen gewählt. Christian Mier ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und erzählte den Teilnehmern, was seine Arbeit bedeutet, berichtete von Erlebnissen in Ecuador und beantwortete geduldig alle Fragen. Ja, als Reporter ohne Grenzen, wir sind, wie der Name fast schon sagt, weltweit aktiv. Wir verteidigen vor allem Journalismus und nicht unbedingt Journalisten. Das sind natürlich auch Journalisten, aber eben auch Bürgerjournalisten, Online-Aktivisten. Wir gehen nicht in die Länder rein. Das stellen sich manche mir so dramatisch vor, dass wir irgendwie einfliegen mit Hubschraubern und so. So passiert es nicht. Sondern es ist, wir helfen Journalisten, indem wir zum Beispiel Haftkautionen zahlen, indem wir Anwaltsgebühren zahlen, aber auch mal medizinische Aufenthalte. Die meisten inhaftierten Journalisten, was glauben Sie, wo es die gibt? Das ist manchmal überraschend. Nee? Russland? Nee? Ägypten vielleicht? Nee, Türkei. Das überraschte auch die Teilnehmer der Jugendmedientage. Christian Mier zeigte anschließend verschiedene Bildbände zum Thema 100 Fotos für Pressefreiheit. In vielen Ländern ist davon bis heute nicht viel zu spüren. Für die jungen Teilnehmer verdeutlichte er die Situation am Beispiel Syrien und versetzte sie in die Lage eines Journalisten, der aus seinem Heimatland gehen muss. Eines ist Christian Mier besonders wichtig. Leute, glaubt daran, dass jede Gesellschaft wichtigen und guten Journalismus braucht und lasst euch von Krisengerede nicht zu sehr verunsichern.